Tief und halb im Meer. Bei Ariel und ihren Freunden geht's weiter mit Kingdom Hearts 2 Final Mix. Hi Freunde, willkommen zurück. Wir sollen uns ja auf den Weg zu Sebastian machen, wa? Wenn ich jetzt bloß wüsste, wo der, ist. Sebastian! Michael und Sebastian, bitte kommen! Wo ist er? Fabius, hast du ihn gesehen? Lachen bringen. Da ist er. Blöde Frage, da ist er. Echt vor mir. Sprechen. Darf man beginnen? Nur zu! So, erreichen hohe Punkte, wenn du mir dabei hilfst, dass sich ihre Laune verbessert. Okay, drücke. Einfach nur den Knopf drücken, alles klar. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more is you looking for? Under the sea. Under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore they work all day. Out in the sun they slave away. While we devoted full time, they floated under the sea. 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 Since life is sweet here, we got the meat here naturally. Naturally. Even the sturgeon and the ray, they get the urge to start to play. We got the spirit, you got to hear it under the sea. 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 Where the sardine begin to begin. It's music to me. What do they got? A lot of sand. We got a hot crustacean man. Each little clam here know how to jam here. Under the sea. Each little slug here caught in the rug here under the sea. Each little snail here know how to wail here. That's why it's hotter under the water. Yeah, we in luck here down in the muck here under the sea. You did it! So, what do you think, Ariel? Oh, I think it's a great song, Sebastian. It's just, it's not what I want to sing. I want to sing about how our two worlds can live in harmony, land and sea together. The Sea King would make chowder out of me if you sang a song like that! If you won't listen, then I'm not gonna sing at all. Ariel! How do I get myself into this situation? Oh, man. Not only has that girl fallen in love at the worst possible time, but with a human! Ariel's in love with a human? Oh, me and my big mouth! Uh-oh. Sag mal, ist er das? Ja. Dann ruft er nach ihm. Ausgeschlossen. Er ist ein Mensch und ich bin eine Meerjungfrau. Ich weiß noch, wie er reagieren würde. Was ist das? Sieht aus wie ein Anhänger? Oh, das muss ihm gehören.
Aber wir kommen nicht dran. Sowas Blödes, sowas Blödes. Nein, da gibt's doch nicht, hey, Alter. Wenn du mal denkst, du könntest eine Welt abschließen, nö. Das ist ja wohl einfach, das ist ja wohl eine Frechheit, ey. Alter, gut. Kein Bock mehr, wir gehen zu den Piraten. Komm, Jack Sparrow, ich will nur Jack besuchen. Das kommt vom Hafen. Komm, das sehen wir uns an. Die Frage, welches Mitglied der Organisation macht sich da am Ding zu schaffen, am Aztekengold? Wird wohl kaum Riku sein. Okay, Blick an der Port Royal. Was hatten wir hier alles noch? Ich glaube nicht mehr so viel, oder? Ah, die Dinger hier noch, okay. Ah ja, Portionen, habe ich Potions. Die sind auch wieder ein bisschen zur Neige gegangen. So. Ein bisschen besser. Itemherstellung, was haben wir irgendwas Neues? Sieht nicht so aus, oder? Ernsthaft jetzt? Infantinwache, ja, eben Energiekristall, habe ich Lunakristall auch, ist zwar schön, aber das bringt mir leider überhaupt nichts. Nein, ich habe zumindest eins der anderen Materialien, die ich bräuchte. Ich brauche nicht 9 Duktilsplitter. Dank dem Energiekristall ja nicht, aber trotzdem, ich brauche zumindest die Hälfte. Der ist ein bisschen scheiße. Granatring, wobei es Rang S, also. Vielleicht ein bisschen Overpower, wenn ich das jetzt schon hätte. Egal. Also, sind wir wieder hier. Ja, nee, ist nicht so, als ob es mich irgendwie ankotzt, dass wir jetzt hier sind. Mich kotzt mehr an, als ich jetzt für die andere Welt schon eine stärkere Magnetmagie brauche. Ich frage mich halt, wie kriege ich die? Ganz normal storybedingt oder könnte ich es auch schon irgendwie beeinflussen? Jack! Zora, some assistance? That's Sora, Donald and Goofy. Will you leave a mate to perish? Aye, aye. Wieso sind die wieder da? Das glaube ich einfach nicht, Mann. Die Zombies sind wieder da. Lalalala. Natürlich sind die immer stärker, unsere Mitstreiter. Captain Jack Sparrow! Ja, mittlerweile muss ich was sagen, Fluch der Karibik und so. Ich war eigentlich früher nie so ein riesen Fan, habe jetzt mittlerweile aber, bin nur da dran, die ganzen Filme nachzugucken, am Stück. Aber jetzt die ersten 3 Filme durch. Gefallen mir soweit sehr gut. Den vierten bin ich noch nicht so richtig warm geworden. Vielleicht liegt es daran, dass halt Jack da nicht mehr einen richtigen, nicht mehr einen originalen Sprecher hat. In der deutschen Übersetzung. Sprich, ein Synchronsprecher von Johnny Depp ist ja im vierten Teil ein anderer. Aber im vierten Teil, ich weiß gar nicht mehr. Diese Piraten waren verflucht. Wie das? Ich dachte, der Fluch des Aztekengoldes wäre. Aztekengold, das wäre Vergangenheit. Jack? Was ist hier los? Irgendein Taugenichts muss ja daran vergriffen haben. Oh, verstehe. Ihr traut mir nicht, was? Ja. Ausgesprochen schlafen euch. Immer bin ich ein Pirat, Freunde. Jack Sora! Elizabeth. Das riecht nach Ärger. Warte, Jack, ich brauche eure Hilfe. Die Wunsch den Piraten sind zurück. Will wollte herausfinden, warum. Was ging ja zu Isla de Muerta? Und um den Aztekenschatz in Augenschein zu nehmen. Ich habe Angst, dass etwas passiert ist. Ihr müsst mich zu ihm bringen. Ei, das war ja klar. Wenn ihr ihn retten wollt, dann müsst ihr das schon alleine tun, Miss. Alleine? Wirklich, Jack? Soll die Inselsegler gegen die verwunschenen Piraten angehen? Wir sind ein resolutes Fräulein. Auf einen Versuch käme es an.
Seid ihr sicher, dass er in Schwierigkeiten ist? Nein, sicher bin ich nicht, aber er ist schon zu lange fort. Ich wollte ja mit ihm gehen, aber bestand darauf, dass ich hier bleibe. Ich kann ja nicht einfach rumsitzen und nichts tun. Ich muss wissen, ob es ihm gut geht. Was für ein Glückspilz. Bitte, Jack, bitte bring mich zu ihm. Captain Jack, Sekunde. Ich sehe dabei keinen Profi von mir rausspringen. Ich werde auch entlohnen. Andererseits, er schuldet Will etwas. Er hat euch einmal das Leben gerettet. Auch wieder wahr. Wollen wir? Ei, ei, Captain. Ja, dann wollen wir halt. Ja, dann los geht's. Line los und so. Naja. Die Black Pearl. Ja, Mann, geiles Schiff. Oh, was lässt man übersehen? Da kann man nie im Leben hoch. Ich finde es nicht so. Ja. Mittlerweile weiß ich ja wirklich, dass es. Aha, warte mal. Ja. Um zu diesen Puzzleteilen zu gelangen. Teilweise muss ich auch. Muss ich auch gewisse Items nutzen, die rumliegen. Zum Beispiel. Ja, so ein. Nicht ein Surfboard, sondern einfach ein Rollbrett, sag ich jetzt mal. Und ein Board, sag ich mal so. Gibt es zum Teil auch, wo man entlang gleiten kann, um die Puzzleteile zu holen. Hier aber wird es doch so sein, dass ich halt. Ja, es gibt eben noch eine höhere Art und Weise zu springen später. Plus eben auch zu schweben. Und da brauche ich wohl das als Kombination, damit das klappt. So, so, zurück auf der Black Pearl. Ja, schönes Schiff. Immer noch. Was mich ein bisschen. Ja, nicht irritiert. Nee, ist irritiert, ist Quatsch. Ich meine, klar, Kingdom Hearts 2 ist noch ein Teil für die PS2 damals gewesen. Grafikmäßig und so. Ich meine, klar, wir haben ja eigentlich alles, vor allem diese Charaktere und so, wurden schön hochgelevelt, beziehungsweise hochmodelliert für die PS4. Aber ja, halt die Flucht der Karibik-Charaktere, sprich die realen Charaktere, wenn man es so schön sagen will, von der Optik her, die sind natürlich, ja, haben noch ein bisschen darunter gelitten. Deswegen freue ich mich ja umso mehr auf Kingdom Hearts 3. Weil da natürlich alles noch ein bisschen geiler aussehen. Hey, und sein Kompass, ey. Ja, aber wird der Kompass überhaupt uns zu Isla de Muerta führen? Ich meine, der Kompass und Jack bei sich trägt, der führt einen ja, oder führt ihn in die Richtung, wo sich sein Herz nachsehen, sag jetzt mal. Wow. Ah ja, aufpassen, dass sie nicht im Schatten sind. Ah. Oh, aber zu spät gesehen. Denn nur im Sonnenlicht kann ich sie angreifen, das ist so. Oh. Sonst sind sie wieder unbesiegbar, das kann doch nicht sein. So. Weil man ja sagen muss, eigentlich Fluch der Karibik, beziehungsweise. Also das letzte Mal hier waren, haben wir eigentlich Fluch der Karibik 1 nachgespielt. Zumindest gewisse Passagen davon, Leco Mio. Aber glaub, diese Episode kam ja im Kingdom Hearts Universum gar nicht vor. Also mein generell. So wegen Mats Taken Gold und so, dass es nochmal irgendwie entwendet wurde und der Fluch nochmal aktiviert wurde. Ja, also. Ich habe ja keine Magie, das ist natürlich wahr. Und wir sind gleich da. The Interceptor off the starboard bow! Will! Stop that, Jack! We've got to rescue him! Will! Wake up! Elizabeth! What happened? The medallions. And the stone chest. Someone's taken them. Next thing I knew, we were attacked. But I couldn't see who it was. His face was shrouded in a black hood. The organization. We found a way out of the cave,
but the villain sent a horde of terrible creatures after us. I've never seen their likes before. I think I'm the only one who made it back to the ship. Will. Elizabeth, I feel rather... Our turn, guys. You'd best go prepared. We've no idea what's out there. Pardon me, lads and lass, but your captain will have no monsters today. Thank you. We're turning for home. Just like that? Just like that. Wo er recht hat, hat er recht, will man behaupten. Oh. Da fragt man sich doch direkt, wie viele Fehler eigentlich noch. Portroyal sind da noch so viel, wa? Okay, Scheibenkleister. Ich bin fast am Gewaltenland. Haben wir gerade Atlantiker, müsste ich eigentlich alle sofort kriegen, weil müsste ja alles unter Wasser sein und da komme ich einfach so hin. Space Paranoids. Alter, Holobastion, da fehlen so viele. Ja, man sieht es. Lander Drachen haben kaum was gekriegt, Alter. Hä? Gewaltland. Achso. Hat ein bisschen falsch geguckt? Alles klar. Jack hat keinen Bock drauf. Er kann ja sogar irgendwie verstehen. Kann ich Truhen plündern? Nö, war. Wird schwieriger. Okay. Die Black Pearl Kapitänsquartier. Die Black Pearl. Geiler Name. Geiles Schiff. Ja, und jetzt? Ich bin gerade wieder ein bisschen irritiert hier, die Grafik und dem Ganzen. Vor allem in der Cutscene war es eigentlich wieder ganz in Ordnung, finde ich. Also eben so natürlich für PS2-Verhältnisse, hochmodelliert auf PS4. Ich meine, sieht trotzdem besser aus als noch zu Wii-Zeiten gewisse Spiele. Aye, aye, Captain. Na ja, gut, dann gehen wir auch nicht zurück. Ich habe sowieso keinen Bock gekommen. I don't remember inviting you. So it was the organization. We'll handle this. Huh? The darkness of men's hearts, drawn to these cursed medallions, and this heartless, a veritable maelstrom of avarice. I wonder, are they worthy to serve Organization 13? And you want an answer now? Precisely. That's fünf ich. Was sagt der Part? Ja, wir. Ja, wir haben noch Zeit. So, und komm mal, Jack. Boom, Chakalaka. Was? Achso. Masterform! Was ist... Eine crazy Masterform, okay, ich meine klar, das liegt zum Glück noch an Check. An der Welt oder so? Ich meine, ich sehe aus wie Dark Soga. Wie Schatten Soga. Das ist Schatten linken Dreck dagegen. Wir haben ordentlichen Damage. Da was drauf hat er nicht wirklich. Klopf, klopf. Übrigens. Boom, Chakalaka.
Jetzt bist du dran. Also das ist ein jämmerlicher Herzloser. Tschüss, Mann. Throw him overboard. Aye, aye. Holly! Excuse me? Barley? It's a bit of a pirate's code. Anyone who invokes parley must not be harmed till negotiations are complete. This is no time for rules. True. But as we're honorable pirates, we should always stick to the code. All right, you. Out with it. I surrender the chest with my humblest apologies. Rather accommodating of you, mate. And for that, you want... Just a few souvenirs. For the memories. Huh? Oh, no! We can't stop the curse unless we got all the medallions! Our friend's about to learn what it means to cross a pirate. Oh. Sora, Donald, Goofy, he's yours. You stole a medallion again? Were I only that fortunate. Fortunate? So, how come you're all skeleton-y? Perhaps I got a touch of something from that monster what attacked us. Yet, why is the skin resting right on you three? Cause we're not greedy. What do you get to that? That still doesn't solve the mystery. Gorge. Maybe the reason we're all okay is because we're not from this world. There must be different laws. Yeah. We're always just passing through. Wonder when we'll see home again. Sora. Just kidding you. Lucky we didn't get cursed, huh? Quit yammering, mates. We've got to find ourselves a ship that'll float. Oh Mann, ey, das, okay, das erklärt, wieso der Bosskampf so lame war. Scheibenkleister, ey. Okay, Freunde, mal gucken, wie es hier weitergeht. Oh, übrigens, Puzzleteil. Und dann würde ich mal sagen, untersuchen alles, hier Truhe noch aufmachen und Jack machen wieder ein bisschen Angst. Federamulett. Rufen Peter Pan zur Unterstützung im Kampf herbei. Ja, sehr schön. Mal gucken, wie es dem so geht. Hier in Kingdom Hearts 2 Final Mix und, ja. Müssen wir halt den anderen Typen, wo ich gar nicht mehr weiß, wie er heißt. Aber wir machen ihn schon platt. Oder? Meine Organisation 13 platt machen? Jack, du machst mir Angst, ey. Ja, ein Kodex. Ja, aber der Typ ist kein Pirat, das ist eben das Problem. Oh Mann, ey. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bye, bye.